Zum medizinischen Teil gehört natürlich auch eine körperliche Untersuchung. Beispiel Alkohol oder Drogen. Hier geht es sehr stark um die Untersuchung von Nervenfunktionen, denn Sie wissen, Alkohol und Drogenkonsum kann die Nerven insbesondere schädigen. Deswegen schaut sich der Arzt genau diesen Punkt mit Ihnen besonders an. Herr Schaller, wir machen jetzt ein paar Versuche, die Sie auch schon bei der Polizei gemacht haben, wo Sie zu der Untersuchung gewesen sind. Ich mache Ihnen vor, was Sie machen, und Sie machen es einfach nach. Ja? Zuerst strecken Sie bitte die Arme nach vorne, spreizen die Finger und machen die Augen zu. Und so versuchen Sie ein bisschen stehen zu bleiben. Das Gleiche versuchen Sie dann auf einem Bein, die Augen bitte zulassen. Okay, dann dürfen Sie die Arme runternehmen. Sie finden jetzt Ihre Nase, indem Sie in einem großen Bogen mit dem Zeigefinger zur Nase gehen. Mit der anderen Hand bitte. Ja, und dann laufen Sie auf einer gedachten Linie, direkt einen Fuß von anderen setzen, immer mit der Ferse an die Zehenspitze anstoßen. Damit sind wir schon fertig mit diesen Untersuchungen und nehmen dann hinterher noch etwas Blut. Am Ende dieses körperlichen Untersuchungsteils gibt es auch eine Blutentnahme. Und hier jetzt ein ganz wichtiges Wort von mir persönlich an Sie zum Thema Leberwerte. Es ist wichtig, dass Sie bei der MPU normale, unauffällige Leberwerte haben. Allerdings können Sie mit diesen normalen Leberwerten nicht beweisen, dass Sie keinen Alkohol mehr trinken. Das geht nun einmal nicht. Wenn Sie tatsächlich keinen Alkohol mehr trinken, wenn Sie also abstinent leben, dann können Sie das aber trotzdem beweisen, allerdings mit einer anderen Methode. Sie kommen dann einige Monate vor der MPU zur Untersuchungsstelle und lassen einen Abstinenzcheck machen. Mit dem können Sie nämlich tatsächlich nachweisen, dass Sie keinen Alkohol mehr trinken. Herr Schaller, ich nehme Ihnen jetzt zuletzt noch ein bisschen Blut ab. Vorher werde ich Ihren Blutdruck mal messen, damit Sie mir nicht vom Stuhl kippen, weil Sie möglicherweise einen zu niedrigen Blutdruck haben. Ne? Sie müssen mir nur dann den Arm da halten, nicht durchgehen, hingucken müssen Sie nicht. Okay, der Blutdruck ist mit 130 zu 80, sehr schön. Also wenn Sie kein Blut sehen können, müssen Sie nicht unbedingt zugucken. Da drücken Sie bitte schon drauf. Die Manschette mache ich wieder weg. Und auch hier nochmal ein Wort zur MPU wegen Drogen. Wenn Sie zur MPU kommen, müssen Sie Drogenabstinenz nachweisen und auch darum müssen Sie sich im Vorfeld der MPU kümmern. Können Sie Urinscreenings machen an der Untersuchungsstelle, rechtzeitig im Voraus melden und informieren, wie das funktioniert. Dann wird das für Sie eingeleitet. Und dann können Sie zum Zeitpunkt der MPU bereits Ihre Drogenabstinenz nachweisen.